Hey, da bin ich wieder. Ich möchte euch heute kurz darüber erzählen, wie man auf Deutsch sagen kann, I did it on purpose oder it wasn't my intention. Also, es gibt immer wieder Situationen, man macht etwas und dann sagt man, oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Das war nicht, was ich machen wollte. Wie sagt man das auf Deutsch? Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn mein Freund meine Lieblingstasse auf den Boden schmeißt, dann, ja, sie ist entsprechend kaputt. Und ich sage, hast du das absichtlich gemacht? Absichtlich bedeutet, was it your intention? Did you do it on purpose? Und er sagt, oh, es war keine Absicht, tut mir leid, keine Absicht. Also absichtlich war ein Adjektiv. Oder ein Adverb, je nachdem. Und Absicht ist ein Substantiv. Es war keine Absicht. Tut mir leid, ich wollte es nicht. So, dann gibt es noch ein ähnliches Wort, wenn ich sagen will, it wasn't my intention. It was an accident. Ich sage, ich habe es aus Versehen gemacht. Aus Versehen. I didn't want to. Aus Versehen. Tut mir leid. Ich kann zur Nachbarin sagen, ich habe aus Versehen, was kann ich gemacht haben? Ich habe aus Versehen ihre Zeitung mitgenommen und nicht meine. Tut mir leid, ich habe es nicht gesehen. Oder er vertauschte die Autos versehentlich. Na, zum Beispiel, ich bringe mein Auto in die Werkstatt und da muss irgendwas gemacht werden. Da müssen die Sommerreifen draufgetan werden oder so. Und ich komme mein Auto abholen und sehe komisch, das sieht irgendwie viel älter aus als mein Auto. Die gleiche Farbe, die gleiche Marke, aber es sieht älter aus. Dann frage ich den Werkstattmeister, den Kfz-Mechaniker, und er sagt, oh, das tut mir leid, ich habe aus Versehen, versehentlich die Autos vertauscht. Das bedeutet, Herr Meier hat seinen Volkswagen Golf in Rot zum Reparieren gebracht und mein Volkswagen rot, also wenn ich einen roten Volkswagen hätte, aber ich habe keinen, meiner ist aber 10 Jahre neuer, 10 Jahre jünger sozusagen und dann hat der Mechaniker die aus Versehen vertauscht und er sagt, tut mir leid, es war ein Versehen oder ja, ich habe es versehentlich gemacht. Also das bedeutet, ich wollte es nicht. Also, Versehen ist ein bisschen offizieller. Wenn wir aber so ganz normal im Alltag sprechen, das war absichtlich, absichtlich oder es war keine Absicht. I didn't mean to, sagt man. Es war keine Absicht. Okay, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.